Und damit hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge SnowRunner. Wir sind zurück auf der Karte Kreuzung. Machen wir heute weiter mit dem Auftrag Stückgut, hatte ich ja beim letzten Mal schon angeteasert. Es ist an der Zeit, eine ganze Fuhre der neuen experimentellen Kartoffeln auszuliefern. Du weißt ja, was zu tun ist. Hoffentlich kommt dank deinem Können alles sicher an. Okay, jetzt sind es doch diese Experimente. Aber da steht einfach nur Kartoffeln. Ich habe mich umentschieden. Ich wollte das jetzt, weil jetzt nochmal alles hin und her fahren. Dachte ich, ist doof. Deswegen machen wir das jetzt auf Kreuzung mit dem Kirovets Kasimem. Den habe ich hier, den Goliath habe ich hier zum Nachtanken. Und der Plan ist jetzt auf dem Testfeld hier das Ganze zu bearbeiten. Das heißt, wir brauchen 8 Kartoffeln. Plan für heute ist, die ersten 2 auf jeden Fall durchzukriegen. Ich habe den Kirovets nochmal die normalen Reifen gegönnt, weil das soll wohl ja auch besser funktionieren. Wir produzieren einfach Kartoffeln. Das ist ja völlig egal. So, Kultivator ist natürlich da ganz hinten. Danke. Der ist natürlich ganz hinten in der Ecke. Moment. Wir haben den falschen Auftrag angenommen, ne? Wir müssen Testfeld dafür annehmen. Das ist der falsche. Macht nichts, können wir ja gleich noch ändern. Verdammt. Anders fahren hier. Ach, komm. Ja, wie gesagt, es gibt so oder so, es gibt Gelenkachser, die sind deutlich besser zu befahren. Ankoppeln. Sehr schön. Gut. Dann versuche ich das so von der Technik her wieder so ein bisschen wie bei den letzten Malen zu machen. Ich hoffe, der Kirovets Kasimem spielt ja jetzt mit Einzel-, also mit Single-Bereifung, ein bisschen besser mit. Ansonsten, wir müssen ja noch ein paar Kartoffeln mehr machen als nur diese 2. Wir brauchen ja 8 mal Kartoffeln. So, wo ist denn der andere Auftrag? Da. Ich brauche ich. So. Annehmen. Befolgung starten. Gut. Kriegen wir hier noch die Kurve? Natürlich nicht. Natürlich nicht. So, ansonsten haben wir eigentlich alles da. So, wir nehmen die Kurve jetzt trotzdem komplett ausladend. Und ich hoffe, wir kriegen da zeitlich auch einigermaßen vernünftig hin. So, was ist denn hier eigentlich noch? Heuballen. Achso, nee, das ist eine ganz andere Aufgabe. So, Ziel ist es wieder nach Möglichkeit komplett auf dem Feld zu bleiben und auf dem Feld zu drehen, wenn ich die Wendepunkte hier ordentlich hinkriege. So, ich denke schon mal ein. Schnell, schnell, schnell. Ja. Ja, das hat schon mal erstmal soweit ganz gut funktioniert. Dann bleiben wir jetzt in der Spur hier. So, jetzt sind wir genau in der Mitte vom Feld. Das heißt, ich lenke jetzt nochmal nach links ein, ne? So, jetzt. War vielleicht schon ein dicken spät. Gerade noch so. Gerade noch so. Ist das alles belastend. So, nee, 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 bleib mal bitte hier schon auf der äußeren Spur.
Oh, wir müssen lenken. Das war diesmal ein bisschen spät. Macht aber nichts, wir müssen ja... Komm, komm, lass mich... das war nicht gut getroffen. War gar nicht gut getroffen. Achso, die Kurve wird zu eng, ne? Das reicht nicht. Dann sitzen wir nochmal kurz einen Meter zurück. So. Das heißt, wir können uns jetzt bei der nächsten Wende, können wir uns wieder ein bisschen mehr Zeit lassen. Oder? Rüber, rüber, rüber. Auch wieder nicht optimal getroffen hier. Bleibt noch ein bisschen was stehen. So, ich lenke mal trotzdem nach rechts. Ich will mal gucken, ob wir da vielleicht jetzt... ich komme wieder zu weit raus. Aber diesmal treffen wir die Spur. Ein bisschen weit links, aber passt. So. Okay, das läuft soweit ganz gut. Ein bisschen weiter reinfahren. Ah, jetzt, dass ich hier ganz schön viel gerade am Rand stehen. Aber ihr hattet auf jeden Fall recht mit der Aussage, dass diese Doppelbereifung auf dem Feld total schlecht ist. Fährt sich mit den Single-Reifen jetzt hier auf jeden Fall deutlich besser. Als mit den Doppelreifen damals. Okay. Ich dachte mir nur zwei Paar Reifen, ne? Ist besser als ein Paar Reifen, aber ja, auch nicht immer anscheinend. Auch nicht immer. So, dann gucken wir mal, dass wir hier nochmal irgendwo... Ich glaube, mit einer Runde schaffen wir das sowieso nicht. Das wird nicht reichen hier für die 100%. Das heißt, wahrscheinlich müssen wir das dann noch mitnehmen, dann sollten wir da ganz gut dabei sein. Oh, 96%. Oh ne, ich glaube, das reicht knapp nicht, ne? Ja. Okay, dann versuche ich mal das Zeug hier am Rand noch mitzunehmen. Doch. So, wo stelle ich dich denn jetzt hier wieder hin, sodass du nicht störst und du da hinten? Damit er dann diesmal auch nicht irgendwie... Ne, ihr wisst schon, irgendwie so einfach nur am Rand im Weg steht. Stellen wir ihn einfach hier hin, oder? Yep. Gut. So, Phase 1 haben wir. Jetzt geht's an Saat ausbringen. Die Seemaschine war die blaue, ne? Der rote war der andere. Das ist sehr schön, dass sie alle unterschiedliche Farben haben. So kann man sich die Farbkodierung einfach merken. Ich hoffe, er... ich weiß gar nicht, warum steht er denn? Nee, das ist das hinten. Das ist hinten. Hier vorne ist vorne. So.
Okay, passt. Ja, wir fahren hier oben nochmal rum. Und dann fangen wir wieder so gesehen quasi da hinten auf der ganz rechten Seite an, so wie gerade eben. Und dann versuchen wir uns da diesmal noch ein bisschen besser in den Spuren zu halten. Sollte das ja noch mal einen ganz kleinen Ticken besser funktionieren, ne? Also nicht, dass es jetzt schlecht gelaufen ist. Ich finde, zeitlich war das jetzt ganz okay. Nur wir hätten das halt noch... Jetzt sind wir in der Phase, wo das... Also bin ich zumindest so ein bisschen in der Phase, wo das zwar alle zu weit ganz gut funktioniert, aber mal, wo man dann so ein bisschen optimieren kann, den Arbeitsflow hier auf dem Feld. So zum Ende der Aufträge kann man da schon mal langsam dran denken. Okay, weiter geht's. Ah, nicht zu weit nach rechts rüber. So schau da doch. Ach, Herz allerliebst. Herz allerliebst. Okay, einlenken. So, jetzt müssen wir nur einigermaßen gerade dann auch auf dem Feld fahren. Jetzt sollte... Nein, nein, nein. So sollte das doch... nicht ganz gerade. Aber es funktioniert zumindest so, wie ich mir das vorstelle. Also machen wir damit auch genau so weiter. Aber irgendwie bin ich gerade doch wieder ein bisschen weit links, ne? So, lenken. Ups. Hupe geht. Nicht genau. Nein, 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 nicht zu weit rüber. So ist schön. So ist schön. So. Den linken. War ein bisschen spät. Dafür treffen wir nicht zu weit wieder rüber. Aber wir haben die Linie einigermaßen gut getroffen, würde ich sagen. Wir kommen jetzt wieder einmal raus. Gut, das macht nichts. Aber dafür kommen wir auch hier ganz gut auf die Linie und diesmal auch einigermaßen gerade, würde ich behaupten. Das läuft auch. Jetzt sagt mir noch mal einer, ich bin nicht lernfähig. Ich brauche manchmal ein bisschen, aber ich lerne doch zu. So, dann stellen wir uns jetzt genau hier wieder auf die Linie. Und dann bleiben wir, glaube ich, einfach bei diesem Linkseinlenken jetzt immer am Ende. Dann müssten wir ja immer wieder auf eine leere Spur kommen. Bisher ist das ja mal aufgegangen, ne? So, einlenken. Jawohl. Läuft doch. Der geborene Farmer. Oder Bauer. Ist da eigentlich ein Unterschied zwischen Farmer und Bauer? Oh, ich muss es auch gelenkt halten. Aber es müsste trotzdem noch ganz gut aufgehen. Ja.
Das weiß ich gar nicht. Also, keine Ahnung, ich würde, so wie ich die Worte bisher benutzt habe, habe ich die immer so als Synonym verwendet. Also ist irgendwie der gleiche, oder? Oder ist das falsch, wenn man da sich ein bisschen besser mit auskennt? Ich glaube, hier bei uns sagt man doch mittlerweile generell eher irgendwie Bauer, oder? Ich glaube, diese Farmer kenne ich jetzt immer nur halt so aus dem amerikanischen Raum hier. Hier ist nichts mehr. Na gut, dann fahren wir mal nach ganz außen, dann können wir da gleich noch die Spur in der Mitte vielleicht nochmal abfahren. Und vielleicht kriegen wir hier auf der Außenspur nochmal 1% raus. Aber jetzt sieht gerade nicht danach aus. Also bleibt nur noch... Oh doch, ein bisschen was haben wir gerade noch dazu gekriegt. Das hier in der Mitte. Da haben wir wieder nicht ganz optimal getroffen, sodass wir wieder so ein ganz kleines Stück hier frei haben, ne? So, aber damit haben wir unsere 100% voll. Ich stelle ihn mal wieder dahin, wo wir ihn vorher hatten. Liter. Ja, ich tanke mal kurz voll. Einfach vorsichtshalber, nicht, dass wir kurz vorm Schluss des Feldes dann, wenn ich irgendwie doch mal wieder eine Runde mehr fahren muss oder so, dann doch noch liegen bleiben. So. Nachtanken. Ja gut, wir haben jetzt aus dem 6 direkt getankt, aber das macht ja auch nichts. So, wo waren bei dir jetzt vorne? Ich glaub hier, ne? Ah, das sieht zumindest stark danach aus. Und ansonsten machen wir genau das gleiche jetzt einfach nochmal beim Ernten. Wir fahren wieder nach hinten, fangen wieder ganz hinten an. Zack. Und dann ernten wir unsere ersten Kartoffeln. Ich kann ja hier... Ich hoffe, wir bleiben da nicht hängen. Ich will hier nochmal kurz ins Lager reingucken. Genau, wir haben 0 Fracht übrig. Okay. So. Oh. Ich wollte gerade sagen, damit wir hier ein bisschen... die unwesentliche Zeit, diese Umkuppelzeit ein bisschen schneller machen. Haben wir hier erstmal Automatik und dann war ich aber schon wieder so abgelenkt davon, dass wir da doch glatt weg in den kaputten Traktor reingefahren sind. So. Und das Ganze doch mal. Mal gucken, wie gut ich das jetzt von hier drin aus einschätzen kann, wann ich die Wände nehmen muss. Ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass wir halt diese Spuren von den vorherigen Arbeitsgängen schon haben. Okay, wir kommen jetzt einmal runter. Ja, er klappt gerade hoch. Aber vielleicht kann ich dann in dem Fall hier auch ein bisschen besser einschätzen, dass wir mittig bleiben. Also einigermaßen gerade auf dem Feld. So, einlenken. Ich glaube, er geht wieder ganz kurz einmal hoch. Yep.
So, einlenken. Weiß nicht, ob es jetzt an der Onboard-Perspektive liegt, aber irgendwie lenke ich gerade jedes Mal zu spät ein. Okay, mal gucken, ob wir das jetzt noch optimiert kriegen. So, ich lenke mal jetzt hier schon ein. Ja. Ja, sieht doch fein aus. Nur ein bisschen zu weit raus bin ich hier. Deswegen setzen wir... Na, ja, okay. Setzen wir nochmal einen Meter zurück, damit wir hier auch wieder einigermaßen gerade auf der Spur sind. So. Einlenken. Wieder zu spät. Okay, beim nächsten Run in die andere Richtung würde ich aber gerne einmal pünktlich anlenken. Einmal müssen wir das zumindest hier auch noch hinkriegen. Jetzt sind wir wieder ein bisschen weit außen. Jetzt sind wir dann 73%. Einlenken. Oh ja, ja. Das war diesmal der richtige Punkt. Und mitlenken. Komm. Na, verdammt. Da sind wir ein Stück zu weit geradeaus gefahren. Jetzt haben wir hier wieder... Da wollten wir wieder zu viel. Also ich tendiere in der Onboard-Ansicht nochmal deutlich mehr, finde ich, dazu zu spät einzulenken. So, jetzt fängt er doch noch an zu regnen, aber macht nichts. Wir haben gleich nur noch 10%. Heißt, unsere Ernte ist dahin. Also durch, nicht dahin. Ich hoffe nicht, dass unsere Ernte dahin ist. Wollen wir ja noch irgendwann wegfahren. Aber die wird erstmal eingelagert und dann müssen wir unseren ganzen Prozess ja entsprechend. Nice, gut gemacht. Die Ernte ist abgeschlossen. Das Grünzeug wird gerade verpackt. Sehr schön. Haben wir Fuhre Nummer 1 doch schon ganz gut durchgekriegt, finde ich. Aber der Aufwand für den Auftrag, also der zeitliche Aufwand für den Auftrag ist halt nochmal ein bisschen, wie gesagt, dadurch, dass wir das Ganze viermal abpacken müssen. Ist jetzt schon ein bisschen was man dazu tun hat. So, löse mal hier. Nur um sicher zu gehen, dass sie wirklich viel mehr sind, gucken wir jetzt nochmal hier in unser geiles Dingsterminal rein. Zwei Frachten übrig. Das heißt, wir sind wirklich mit vier Durchgängen dabei. So, jetzt haben wir hier nochmal den originalen Auftrag. Das ist das, was wir ja eigentlich machen. Nur für die, die vielleicht wieder vergessen haben. Für heute soll es das gewesen sein. Ich sag jetzt schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, weil ich nicht weiß, wie es über die Feiertage ist. Aber ich denke mal, im neuen Jahr sehen wir uns dann spätestens wieder. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis dann. Tschüss.